Oder so ähnlich fühlt es sich jetzt bestimmt für euch an, wenn ich auf die Bühne eurer Vorstellung trete und das Vergangene sich von neuem wiederholt. Es überkommt euch wie ein Albtraum. Aber ich spreche ja immerhin zu euch. Die beiden größten Songschreiber aller Zeiten machen wieder zusammen Musik! Wer es glaubt, wird leider nicht sehen. Die Beatles werden sich nicht wieder vereinigen, solange ihr Gründer tot ist. Und er wird es schon sehr leid sein. Kann ich nicht fragen, dass es passieren könnte. Meine Mutter, glücklicherweise den König. Nicht in Bagdad. Den unterhaltsamen Mann mit einer freien Zunge, den alle in ihr Herz geschlossen haben. Aber was? Wenn der Gaukler der eigentliche Herrscher und dieser Herrscher ein eitler, heuchlerischer Narr ist, hat man da nicht geradezu die moralische Pflicht, ihn zu beseitigen? Wie weit es davonkommen? Denn ich zitiere noch einmal: Ein Idol zu töten bedeutet, einen Massenmord zu begehen. Überfalle, um wieder dieselbe Rolle zu spielen. Ich habe schon viele Rollen in meinem Leben gespielt. Vor mir selbst und vor anderen. In einer Welt, die von falschen Erwachsenen bevölkert ist und die einem immer zu wehtut. Ganz egal, ob man sich rührt oder versucht, stillzuhalten. Man muss ja irgendwie überleben, nicht wahr? Man lernt, einen Erwachsenen zu spielen, als ob man dazugehören würde. Beziehung zu Kindern hätte. Ihr müsst wie gebannt zusehen, wieder und wieder. Wie gerne würdet ihr mich an den Schultern packen, um mich durchzurütteln, mir euren Zorn ins Gesicht schreien. Wie gerne wieder alle Denkbarkeit das Schicksal korrigieren. Ich verstehe euch gut. Wirklich. Schön. Wir wollen uns doch alle einmal vorstellen. Sie da, wie heißt du zum Beispiel? Nee. Und Sie? Ja. Und Sie? Karin. Und Sie? Wo bin ich? Und Sie? Und Sie? Monika. Und Sie? Bodo. Und Sie? Schön. Nun, ich meinerseits bin ein Niemand. Und bald der Mörder mit der Gefangenennummer 81A 3860, der das Mordopfer Nummer so und so viel in New York erschossen. Und ich bin immer noch ein Unbekannter. Man könnte auch sagen, er wurde der Berühmte, ich bin der Unbekannte schlechthin. Ich wollte den von Ihnen verkündeten Idealen folgen und bin dabei gescheitert, zum Drogenwrack geworden. Erst als Freak wurde ich akzeptiert, nachdem mich die Nachbarskinder und Mitschüler bis dahin nur verspottet hatten. Um bei den Christen zu landen, habe ich die Frisur gewechselt, aber glücklich bin ich nicht geworden. Gehen. Du bist nicht du selbst. Du weißt nicht, was du da verlangst. Das sagst du alles nur im Zorn. Wenn du dir ein bisschen Zeit lassen könntest, um darüber nachzudenken, könntest du erkennen, wie gut du bist. Hey! Tada! 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 Tada!
Wir treffen uns hier vor diesem schönen Gebäude. Der idealen Kulisse für Horrorfilme. Für die Kenner unter euch, hier kam Satans Baby zur Welt. In Szene gesetzt von Polanski, dessen arme Frau Sharon zufällig von einem Irren umgebracht wurde, der behauptete, die Femme Four hätten ihn zu dieser Tat inspiriert. Was für ein merkwürdiger Zusammenfall, nicht wahr? Ob es euch schockieren wird, zu erfahren, dass auch ich meine Bekanntschaft mit dem Satan geschlossen habe? Ich habe ihn angerufen, in einem hübschen, selbst inszenierten Ritual. Ich rufe dich! Nur für dieses eine Mal! Dass du mir die Möglichkeit und die Kraft gibst, ihn zu töten! Na, bin ich besessen? Ihn zu töten? Diese Frage werden sich auch die Exorzisten stellen. Und wenn ich... Ja, kann ich ihn töten? Ein Schauspieler ist er. Auch er spielt ja nur das Idol seiner Zeit. Und das auf verlogenste Weise. Zuletzt sogar als Brotbäcker. Als sich nur seine Familie bewusst ernährender Hausmann, der endlich die Kurve gekriegt hat und nun seinen inneren Frieden mit der Welt teilen will. Jahrelang hat er fast nur noch Klassik gehört. Rockmusik war zu belastend für ihn. Sie hätte ihn nur erinnert an die verlorene, seiner eigenen Band geopferten Jugend. Ab und zu ging er einen Cappuccino in Fortuna trinken. Aber Fortuna ist wechselhaft. Es kam anders. Es wird wieder anders kommen. Während einer Segelreise auf die Bermudas wurden alle, obwohl sie erfahrene Crewmitglieder waren, seekrank. Er allein hat das Steuer gehalten und Wackers Seemannslieder gesungen. Auf den Bermudas sich selber finden. Was für eine Story! Nun klafft er also wieder ein bisschen herum. Just like starting over. Gar nicht so unwahrscheinlich, dass seine Stimme die amerikanischen Präsidentschaftswahlen entscheiden wird. Auch wenn oder weil er sie nicht abgibt. Jetzt kommt es ihm wahrscheinlich am ungelegensten.
besessen von der Idee, ermordet zu werden. Will alles über den Ablauf eines Attentates wissen. Ob man die Kugel sieht, die einen trifft, wie es sich anfühlt, was einem durch den Kopf geht, wenn man gleich sterben würde. Der alte Fatalist schert sich nicht um seine Sicherheit. Er glaubt, dass man jemanden, der einen umbringen will, nicht wirklich davon abhalten kann. Nothing to do to save his life. Er versucht zu verstehen, was geschehen ist. Aber am Ende all eures Nachdenkens wird nur die Konsequenz zu ziehen sein, dass die Welt durch eine sinnlose Tat noch ein Stück sinnloser geworden ist. Und dass das Böse eine Macht darstellt, die wirksam ist. Damit wollt ihr euch nicht abfinden. Ihr versucht mich fasslich, begreiflich, handhabbar zu machen. Gründlich satt, als ein Niemand dahin zu legen. Ich bin genau betrachtet eine völlig lächerliche Existenz. Eine Loser. And I'm not what I appear to be. Es hätte anders kommen sollen. Es stand doch schwarz auf weiß in einem Zeugnis! Auf dem besten Weg, ein Verlierer zu werden! Absolut hoffnungslos! Wenn es also gerecht zuginge, stünde ich heute an seinem Platz und er wäre ganz weit unten geblieben! Weiß auch, dass viele ohne ihn ihr Leben für so wertlos halten. Ist da jemand, der sich erinnert, wie er den Tag des Attentats erlebte? Oder wie es ihm erging, als er vom Schicksal dieses Mannes erfuhr? Hopp, wir machen eine Gruppentherapie. Können Sie sich erinnern an den Tag? Sie? Ob ich mich erinnere? Ja. Ja, ich saß mit Kollegen in einer Straße Bar in München. Und war ganz entsetzt. Ja, ich kann mich daran erinnern. Ich habe die Bilder im Fernsehen gesehen und ich war schockiert. Wusste aber, dass es genügend Menschen gibt, die dazu fähig sind, zu so einer Tat. Findet ihr das sachlich? Findet ihr das sachlich? Nein, also bitte. Vernehmen Sie nun den objektiven Tathergang. Am 6. Dezember traf der angehende Attentäter in New York ein. Er hatte sich kein Rückflugticket nach Hawaii besorgt. Seine Absicht stand fest. Am Abend desselben Tages sagte der Musiker in einem Radiointerview, wie er über viele Jahre hinweg in Angst gelebt habe, weil es so leicht sei, ihn zu töten. Er habe viel Zeit gebraucht, um einfach so in ein Restaurant gehen zu können. Gegen 5 Uhr nachmittags verließ der Star sein Zuhause in Begleitung seiner Frau Yoko. Er signierte den vermeintlich harmlosen Fan auf dessen Bitte hin sein jüngstes Album Double Fantasy. Dann fragte er den wie paralysiert Wirkenden wiederholt, ob das alles sei, was er von ihm wolle. Ein just anwesender Fotograf dokumentierte diese Begegnung. Der Revolver blieb noch stecken. Der Attentäter, der ihn abfeuern wollte, war, wie es schien, irritiert durch die menschlich warmherzige Art seines Gegenübers.
Vom Studio aus kehrte das Paar erst um 10.48 Uhr PM zurück. It's been a hard day's night. Entgegen aller Gewohnheit gab der Todgeweihte seinem Chauffeur die Anweisung, den Wagen nicht in den Innenhof des Gebäudes zu fahren, wo er sicherer gewesen wäre, sondern vor dem Haus zu halten. Seine Frau stieg aus. Er folgte kurz darauf. Als beide den Eingang erreicht hatten, sprach der Lauernde ihn von hinten an. Und gab fünf Schüsse aus einem Revolver des Kalibers 38 ab. Zwei der eigens für diesen Mord besorgten besonders gefährlichen Kugeln trafen die Lunge. Eine das linke Schulterblatt, eine weitere verletzte Halsschlagader und Luftröhre. Die fünfte ging daneben. Man hörte splitterndes Glas, da drei der Geschosse auch den Körper durchdrangen. So starb der Heros seiner Zeit. Viele sollten sich später an ihre Vorahnungen erinnern. Seine erste Frau weiß zu berichten, wie sie aus düsteren Träumen von Mord und Totschlag aufschreckte. Aber dies war kein Traum. Und es gab kein Erwachen. Hey, Bangalore, what did you kill? Bangalore. Und nach alledem, so wird man schließen, war aus dem Niemand ein Jemand geworden, der seine Identität gefunden, aber sein Leben in Freiheit verloren hatte. Das waren sie, the News of the Day. Sei in dieser Welt nichts wirklich. Es wäre alles nur Schein, Illusion. Auch ich selbst. Nun einfach. Ihr Zukünftigen. Zurück zu unserem Deal. Ich hatte es euch versprochen. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, mich daran zu hindern, das zu tun, was ich tun will. Aber ich brauche Gründe. Gute Gründe. Also, warum sollte ich ihn leben lassen? Los! Bitte? Weil niemand das Recht hat, ein anderes zu tun. Bitte? Weil niemand das Recht hat, ein anderes zu tun. Nochmal, wie bitte? Weil niemand das Recht hat, ein anderes zu tun. Ich bin gegen Gewalt. Jahrzehnten im Attica State Prison, durch die Kirchen des ganzen Landes, oder sagen wir doch gleich der ganzen Welt ziehen, um alle zu lehren, wie ich durch meine Tat zu Gott gefunden habe. Jesus is better than everyone of us!
dieser Kerl eigentlich? Wenn er jetzt nicht bald kommt, gehe ich schlafen. Und morgen fliege ich dann heim. Ja, so will ich es machen. Ich werde mir ein Taxi nehmen und alles wird gut sein. Nun, ich hatte damit gerechnet, dass es länger dauern wird und habe mir deshalb extra lange Unterhosen und orthopädische Schuhe besorgt. Aber ich langweile euch sicherlich. Ach, wie viel hätte er noch bewegen können, wenn... So werden viele eurer Sätze beginnen. Ihr werdet sagen, gerade unsere Welt hätte ihn gebraucht. Oh ja. Everybody loves you when you're 6 foot in the ground. Los, mach noch ein bisschen geile Musik.